Ursprünglich war dieses Video schon im letzten Sommer eingeplant, doch eins kam zum anderen und es dauerte etwas länger, wodurch meine eigentliche Einleitung rund um hohe Temperaturen und sparsame Spiele für die Grafikkarte jetzt eher albern klingen würde. So warm ist es durch den Klimawandel derzeit auch noch nicht geworden. Wie bekomme ich jetzt den Übergang zum alten Text hin? Ich versuch's mal so. An den letzten Sommer zurückzudenken ist zwar recht schön, doch es macht oft mehr Spaß, noch weiter in die Vergangenheit zu reisen. Deswegen habe ich mich gedanklich an den Anfang des Jahres 1998 begeben. Helmut Kohl ist in den letzten Monaten seiner 16 Jahre währenden Kanzlerschaft, bevor der gute Gerhard übernimmt, der Kosovo-Krieg bricht aus und Modern Talking geben ihr Comeback. Ja, ein tolles Jahr. Doch Gott sei Dank konnte man sich von all dem ablenken, denn im März erschien das erste Spiel einer Reihe, die bis heute erfolgreich im Saft steht und das Genre der Aufbauspiele stark geprägt hat. Wir reden natürlich von der Anno-Reihe, die in ihrem Titel immer die Quersumme 9 aufweist. Beim ersten Teil wird das durch die 1602 gewährleistet. Ich war selbstverständlich wieder erst ein paar Jahre später mit dabei, zum einen, weil ich 1998 zwei Jahre alt war und weil ich wie üblich auf die Computerbildspiele warten musste, auf der Anno 1602 erst 2003 erhältlich war. Ich habe ehrlich gesagt nur noch sehr vage Erinnerungen an meine ersten Schritte damals. Was sich jedoch bei mir eingebrannt hat, ist die absolute Überforderung und dass ich eigentlich grundsätzlich nach wenigen Minuten pleite war. Gut, ich war da knapp 7 Jahre alt. Richtig in die Reihe eingetaucht bin ich auch erst mit Anno 1701. Da ging es dann auch mit den Finanzen bergauf. Wie schon bei der Siedlerreihe hat Ubisoft auch die Anno-Serie mit einer History Edition ausgestattet, die besonders für die alten Teile die Performance auf neuen Geräten verbessert und die Auflösung an die heutigen Monitore anpasst. Spielerisch ist aber alles so wie damals. Diese History Edition habe ich mir nach all den Jahren mal geschnappt, um zu gucken, ob ich mit den Jahren meinen Skill verbessert habe oder immer noch der Pleitegeier von damals bin. Wie in jedem Anno, das ich gespielt habe, und das sind alle bis auf 2205, stürzte ich mich direkt in das Endlosspiel. Der Modus ist genau das, was er verspricht. Endlos. Also, wenn man nicht komplett verkackt und alles den Bach runtergeht. Aber lassen wir das. Schnell einen Namen ausdenken, die Flaggenfarbe aussuchen und schon geht es los. Man startet mit einigen Kontrahenten auf dem Ozean. Das kühle Nass wird durch diverse große und kleine Inseln unterbrochen. Jetzt muss ich mir eine Insel aussuchen, auf der ich beginnen möchte zu siedeln. Und das möglichst bevor einer der Computerspieler die gleiche Insel haben möchte. Ist das passende Eiland identifiziert, schippere ich mit meinem Schiff dorthin und pflanze ein Kontor an die Küste. Der erste Schritt ist getan. Allerdings können wir uns danach nicht ausruhen, der Spaß geht ja jetzt erst richtig los. Da der Plan ist, eine Siedlung mit vielen Bewohnern zu gründen, benötigen wir natürlich ein wenig Baumaterial und vorsorglich etwas zu essen. Forsthäuser hacken Holz im Einzugsbereich. Sollten keine Bäume darin stehen, arbeitet die Hütte nicht oder nur sehr ineffektiv, also muss ich im Zweifel noch ein paar Bäume nachkaufen, die mit der Zeit heranwachsen. Fischer wiederum paddeln mit ihren Nussschalen an der Küste entlang und finden Nemo, um ihn dann zu Nahrung zu verarbeiten. Damit die Waren in den Gebäuden nicht verschimmeln, muss man die Produktionsstätten durch Wege mit dem Kontor oder Marktplatz verbinden. Ein Marktkarren marschiert dann los und holt die Waren ab. Wenn die Nahrungsmittelversorgung steht, kann man bedenkenlos mit dem Bau der Siedlung beginnen. Ich sage es direkt, ich bin niemand, der sich vorab angeschaut hat, wie man die perfekte Stadt baut oder sie am Reißbrett vorher geplant hat. Das kann man durchaus machen, dadurch wird sie dann platzsparend und effektiv, aber ich lasse mich da immer von meinem Gefühl tragen. Entsprechend komisch sehen meine Städte am Ende auch aus. Immer so wild zusammengewürfelte Häuser und hier mal was dazwischen gequetscht. Naja, haut mich bitte nicht. In den Häusern wohnen Pioniere. Diese haben zu Beginn nur Essen im Kopf, doch je mehr Pioniere in die Stadt einziehen, desto mehr Bedürfnisse entwickeln sie. Sie fordern dann plötzlich ein Gotteshaus, also muss ich eine Kapelle zwischen die Häuser quetschen, um möglichst viele Hütten abzudecken. Und dann wollen sie Stoffe haben. Scheinbar liefen sie vorher komplett nackt herum oder bedeckten sich mit Rinde von den Bäumen. Da beide Vorstellungen so mittelschön sind, muss ich also mit der Stoffproduktion beginnen. Schaffarmen liefern Wolle, Webstuben verarbeiten diese zu Stoffen weiter. Sollten die Steuern, die ich selbst anpassen kann, nicht im unmenschlich hohen Bereich liegen, grinsen die Pioniere sich einen weg und nehmen dann Material aus dem Lager, um sich größere Häuser zu bauen und dadurch zu Siedlern aufzusteigen.
Man sollte aber aufpassen, dass sie die Lager nicht völlig leeren. Gerade zu Beginn ist Werkzeug recht begrenzt erhältlich, da man es noch nicht selbst herstellen kann und dadurch auf die ab und zu vorbeifahrenden Handelsschiffe angewiesen ist. Man kann daher die Versorgung der Stadt mit Baumaterial unterbinden, wenn man beispielsweise Werkzeug für andere Gebäude eingeplant hat. Die nun eingezogenen Siedler zahlen brav höhere Steuern, stellen aber auch höhere Ansprüche. Ihnen reichen Stoff, Nahrung und die poplige Kapelle nicht mehr aus. Sie wollen Alkohol, eine Schenke, komischerweise eine Schule und Tabakwaren sowie Gewürze. Diese Bedürfnisse schalten sich nach und nach frei, je nachdem wie viele Siedler in der Stadt wohnen. Schön würzige Zigarrenqualmen saufen und dann ab zum Unterricht. Ja, so sah eigentlich auch meine Schulzeit damals aus. Was? Naja, je mehr Bedürfniswaren verfügbar sind, desto mehr sind die Siedler bereit, Steuern abzudrücken. Doch wie kommt man nun an diese neuen Rohstoffe? Während Schafe auf jeder Art von Insel ihr Gras fressen und Wolle abliefern, ist es bei Tabak und Gewürzen bereits etwas tricky. Hovert man über eine Insel, sieht man unten stets die Fruchtbarkeiten. Diese geben an, welche Pflanzen dort wachsen können und wie effektiv sie gedeihen. 100% ist super, bei 50% verdorrt ein Teil der Ernte und wenn die Pflanze dort gar nicht steht, ist an einen Anbau überhaupt nicht zu denken. Mit einem Schiff kann man losfahren und auf den anderen Inseln die Ressourcenlage abchecken. Dabei ist es relevant, ob man auf der nördlichen oder südlichen Kartenseite unterwegs ist. Denn im Norden wachsen Tabak, Wein und Zuckerrohr, während im Süden Kakao, Baumwolle und Gewürze angebaut werden können. Da ich anfangs nirgendwo auf den Inseln, die ich untersucht hatte, Zuckerrohr fand, dachte ich, dass vielleicht bei mir auf der Hauptinsel zumindest Wein wachsen kann, den ich ebenfalls zu Alkohol verarbeiten könnte. Stellte sich heraus, nö, ich habe etliche Münzen dabei verbrannt. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Pflanzen gingen alle ein. Es hat auch nicht gerade geholfen, dass es keinerlei Tooltips oder ähnliches im Spiel gibt, die kurz Licht ins Dunkel bringen würden. Ist halt ein Spiel von 1998. Und dann fand ich endlich eine Insel mit den passenden Fruchtbarkeiten. Wein. 100% geil. Also das Schiff mit Baumaterial beladen und an der Küste ein Kontor gebaut. Nur um dann dabei zuzusehen, wie ein Vulkan auf der Insel ausbrach. Völlig gebannt schaute ich den herunterprasselnden Lavabrocken zu. Und viel zu spät machte es Klick bei mir, dass ja auch mein Kontor und somit alle meine darin gelagerten Waren getroffen werden könnte. Panisch klickte ich ihn an und in dem Moment traf ein brennender Klumpen das Haus und alles war weg. Oh, das schöne Werkzeug. Ich entschied mich dann für eine andere Insel mit Zuckerrohr und ohne Vulkan. War eine gute Idee, denn einige Stunden später brach der Vulkan erneut aus und hätte meine Produktion sicher nochmal nett an Pompeji erinnert. Grundsätzlich also erstmal alles richtig gemacht. Auf der Zuckerrohrinsel lebten auch einige Eingeborene. Was man mit denen machen kann, erzähle ich euch später. Ich wollte sie nur schon mal ankündigen, falls ihr euch fragt, was da für Männchen herumlaufen. Bei Plantagen baut man zunächst das Farmhaus und legt danach im Einzugsbereich des Gebäudes die einzelnen Felder an. Man sollte also darauf achten, dass genug Platz drumherum ist, damit die freundlichen Farmarbeiter genügend Pflanzen zum Ernten haben. Sobald die Felder in voller Blüte stehen, was etwas dauert, beginnt die Arbeit und mit dem passenden Weiterverarbeitungsgebäude wird aus Zuckerrohr dann schließlich Alkohol gewonnen. Der Fusel muss dann nur noch zur Hauptinsel zurückgebracht werden und schon genießen die Siedler hochprozentige Freude in flüssiger Form. Dadurch ziehen mehr Siedler ein, die Steuereinnahmen steigen und weitere Gebäude und Bedürfnisse werden freigeschaltet. Der für mich mit Abstand erhabenste Moment während einer jeden Anno-Partie ist der, in dem ich zum ersten Mal mein eigenes Werkzeug herstellen kann. Hierfür muss eine Mine in einen passenden Berg errichtet und zudem noch die Eisenschmelze und die Werkzeugschmiede gebaut werden. Schon wird aus dem Erz das wertvolle Baumaterial gebastelt. Ach so, nach dem Aufstieg zu Siedlern werden neben Holz und Werkzeugen auch noch Ziegel für weitere Gebäude benötigt. Diese gewinnen Steinmetze aus zuvor platzierten Steinbrüchen. Mit Hilfe der Ziegel kann man außerdem gepflasterte Wege bauen, auf denen sich die Arbeiter und Marktkarren schneller bewegen. Bis man alle seine Trampelpfade ersetzt hat, kann aber etwas Zeit vergehen. Während die Steinbrüche endlos sind, gibt es in Minen irgendwann kein Erz mehr, was gewonnen werden kann. Also muss entweder später eine tiefe Mine gebaut werden, welche die letzten Krümel aus den Stollen saugt, oder eben eine andere Insel mit Erzminen erschlossen werden. Ich habe irgendwann meine Werkzeugproduktion komplett auf eine andere Insel ausgelagert und diese mit Erz aus der ganzen Welt versorgt, damit der Nachschub an Werkzeug nicht abreißt. Neben Erzen baute ich auch andere Rohstoffe auf anderen Inseln an.
Baumwolle für Stoffe, Tabak für Tabakwaren, Gewürze und Kakao oder sogar Nahrung, weil die Nahrungsmittelproduktion auf der Hauptinsel irgendwann nicht mehr ausreichte. Weil es irgendwann einfach zu viele Waren werden, die teils von A über B nach C gebracht werden müssen und die wachsende Stadt unermüdlich alles verschlingt, was man ihr liefert, muss die Flotte ausgebaut werden. Hier zeigte sich wieder, wäre schon ganz nett, wenn ein Tooltip helfen würde. Vermutlich wird der Schiffsbau auch in einer der Einführungsmissionen erklärt, daher nur minimaler Vorwurf ans Spiel, aber es hat ewig gedauert, bis ich gerafft habe, dass meine Werft ein Handelsschiff einfach so bauen kann. Es wurden immer Kanonen angezeigt, bei denen ich davon ausging, kacke, ich brauchte die Anzahl, um das Schiff zu bauen, aber nein, es ist eine maximale Bewaffnung, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe irgendwann einfach auf den Schiff in Auftrag geben Button gedrückt und war glücklich überrascht, dass die Arbeit aufgenommen und mein Schiff fertiggestellt wurde. Und das ganz ohne Kanonen. Eine größere Flotte eröffnet ganz andere Möglichkeiten der Warenlieferungen. Ich kann natürlich alle Schiffe manuell von Insel zu Insel schicken, doch das ist mit mehreren Schiffen und Häfen auf Dauer extrem anstrengend. Da bin ich ja nur noch am Segeln. Daher helfen einem die automatisierten Handelsrouten. Hier wählt man einfach ein Kontor aus, sagt, welche Ware in welcher Menge eingeladen werden soll, wählt ein anderes Kontor und gibt an, wie viel von der Ware jetzt entladen werden soll. Das geht mit bis zu 4 Stopps und je 2 Waren pro Stopp. Ach, das nimmt einen echt einiges an Arbeit ab, denn es ist in den Städten und Exklaven immer etwas zu tun. So sollte man zum Beispiel neben den geforderten Gebäuden auch noch eine Feuerwache errichten, damit vereinzelt auftretende Brände gelöscht werden und sich nicht ausbreiten. Das finden die Bewohner nämlich auch weniger lustig, wie man unschwer erkennen kann. Brände und alle anderen wichtigen Ereignisse werden als kleines Video oben rechts angezeigt und unser Berater bzw. Erzähler sagt 1-2 Sätze dazu. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Nach mehreren Stunden habe ich die Sprüche schon zum x-ten Mal gehört. Dennoch ist die Panik groß, wenn gesagt wird, der Alkohol geht zur Neige oder ähnliches. Außerdem gehört der Sprecher einfach zu Anno dazu. Das Geld muss dabei immer im Auge behalten werden, da alle Produktionsgebäude Betriebskosten verursachen. Im Notfall kann ich ein Produktionsgebäude auch pausieren, sodass dort die Arbeit eingestellt und die Betriebskosten gesenkt werden. Gerade wenn man später immer mehr Waren benötigt, geht eine neue Produktionskette schon gut ins Geld. Besonders wenn es dann um Waffen geht. Mit den anderen Mitspielern kann man Handel treiben und ihnen Waren ab- und eigene Waren verkaufen. Gleiches gilt für die Ureinwohner auf den Inseln. Man kann einen fahrenden Händler losschicken und einen Tauschhandel mit den Ureinwohnern betreiben. Wenn man Glück hat und eine Stadt dicht am Wasser liegt, kann man sogar mit seinem Schiff heranfahren und mit ihnen tauschen. Das habe ich anfangs ausgiebig gemacht und meinen reichlich vorhandenen Alkohol gegen Tabakwaren getauscht und so für einige Zeit meinen Siedlern den Tabak ohne eigenen Anbau geliefert. Grundsätzlich sind die Eingeborenen nicht feindlich, sie greifen also nicht einfach unsere Gebäude an. Allerdings nehmen ihre Hütten und Felder etwas Platz ein. Zu Anfang einer Partie mag das vielleicht noch nicht relevant sein, doch je länger das Spiel dauert, desto wertvoller werden die verbliebenen leeren Flecken der Welt. Also kann man sie auch schlicht und einfach in guter weißer Einsiedlermanier angreifen und die Dörfer dem Erdboden gleichmachen. Dadurch gewinnt man zwar Platz, doch die Eingeborenen verfluchen einen, wodurch es häufiger zu Dürren kommen kann. Außerdem können die anderen Stämme scheinbar durch die Rauchzeichen der brennenden Dörfer erkennen, dass wir böse waren und wollen dann nicht mehr mit uns handeln. Es sollte also gut überlegt werden, ob man sie angreift. Ich habe das auch nur für das Video gemacht, da ich sonst eher friedlich bin. Die gesamte Waffenproduktion habe ich also nur theoretisch miterlebt. Man kann selbstverständlich auch die Computermitspieler angreifen, aber das ist ein Ziel, das sehr spät erst angegangen werden kann, wenn man es nicht darauf anlegt und vorher lieber seine Bevölkerung etwas zufriedenstellen möchte. Was ich bei meinem Spielstand nicht gesehen habe, sind die Piraten. Die habe ich wohl ausgeschaltet. Diese tauchen irgendwann auf und wildern in den Gewässern, greifen also die Handelsschiffe an oder die Siedlung. Ich fand Piraten in Anno eigentlich auch immer nervig, daher wundert es mich nicht, dass ich sie hier direkt deaktiviert habe. Ich könnte hier noch Stunden weiter darauf eingehen, welche Rohstoffe noch auftauchen, was die Bürger benötigen und so weiter, aber im Prinzip dürfte meine Begeisterung für das grundlegende Spielprinzip von Anno vielleicht schon durchgekommen sein. Sogar der allererste Teil kann diese ewige Spirale aus Expansion und Nachjustieren seiner Warenkreisläufe herrlich in Bewegung setzen. Es gibt nie nichts zu tun.
immer kann eine Ressource aus dem Konto gesogen werden, sodass Nachschub organisiert werden muss. Bis man die letzte Stufe, die Aristokraten, erreicht hat, fließen einige Stunden ins Land und so manch Insel muss besiedelt werden, damit die Versorgung auch wirklich gesichert werden kann. Allein das bei mir Aristokraten einziehen, war für mich damals mit meinem Talent nicht mal im Ansatz vorstellbar. Daher umso cooler, dass ich es heute dann doch noch geschafft habe. Nicht unbedingt wegen, sondern eher trotz meiner Art, Anno zu spielen. Schön, dass mehrere Wege nach Rom führen und nicht nur die hardcore durchgeplanten Inseln erfolgreich sind. Sonst wäre das alles auch nur halb so spaßig für mich. Grafisch reißt ein Spiel von 1998 keine Bäume aus, aber ich mochte die einfache Optik. Viele kleine Details kann man entdecken, Jongleure und Tänzer an den Marktplätzen und gefährliche Kraken, die ab und zu aus dem Wasser auftauchen. Zudem sind schwer beladene Schiffe langsamer als Schiffe mit wenig Ladung. Wenn man die Pause-Taste drückt, weil man kurz auf Klo muss, sieht man idyllische Szenen aus der Karibik. Nett. Es fehlen ganz klar noch einige Komfortfeatures aus den späteren Anno-Teilen. Bei mir war der Rechtsklick teilweise etwas hakelig, weil man damit auch die Karte scrollen konnte und dadurch ab und an die Bewegungsbefehle meiner Schiffe nicht durchgeführt wurden. Ich habe oft Gebäude wieder abgerissen, weil ich zwar rechts geklickt hatte, nachdem ich den Abrisshammer ausgewählt habe, aber das Spiel hat es nicht registriert, sondern die Karte gescrollt. Gerade nach mehreren Stunden am Stück mit schwindender Konzentration passierte das gerne mal. Info-Tooltips wären natürlich auch nice to have. Nichtsdestotrotz kann man ins Endlosspiel sehr viel Zeit stecken. Ich habe nebenbei gerne einen Podcast angeschmissen oder Musik gehört. Der Soundtrack ist zwar auch ganz nett, wird auf die Dauer aber etwas anstrengend, weil immer wieder die gleiche Musik läuft. Cool bei der History Edition ist das Medley aus den Soundtracks der Nachfolger, das mir immer Bock auf die neueren Anno-Teile gemacht hat und trotzdem wunderbar zu Anno 1602 passte. Das Spiel bleibt ein absoluter Zeitfresser. Ich wollte oft nur noch eine kleine Sache erledigen oder eine Handelsroute in Betrieb nehmen und zack waren wieder 2-3 Stunden vorbei. Es ist herrlich, meine Stadt wachsen zu sehen und ich kann immer noch erzählen, welchen Struggle ich hatte, um auf die anderen Inseln zu expandieren und in welcher Reihenfolge das passierte. Einfach, weil das meine neue Welt ist. Und es ist mir sehr wichtig, dass ich irgendwann mehr Geld hatte als zu Beginn des Endlosspiels. Der Pleitegeier ist wohl fort, zumindest vorerst. Ich glaube, ich werde jetzt mal in den Nachfolger reinschauen. Vielleicht habe ich dort ja auch was verpasst. Was sind eure schönsten Anno-Erinnerungen? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare.